In diesem Video will ich zeigen, wie man direkt von Cura aus G-Code an den Drucker senden und optional starten kann, ohne dass man diesen umständlich über einen USB-Stick transferieren oder ins Webinterface hochladen muss. Voraussetzung ist es dabei, dass der Drucker im Netzwerk verbunden sein und Clipper mit Moonraker installiert haben muss. Im Folgenden zeige ich das Vorgehen anhand des Eligo Neptune 4 Pro. Für andere Drucker kann das allerdings analog durchgeführt werden. Für die Einrichtung müssen wir zunächst unsere Moonraker.conf auf dem Drucker finden. Darin sehen wir den Port, über welchen wir mit dem Drucker kommunizieren können. In meinem Fall ist das der Port 7125. Als zweites merken wir uns noch die IP-Adresse des Druckers. Wenn ihr schon Zugriff auf das Webinterface habt, dann könnt ihr diese direkt oben in der Adresszeile sehen. Nun können wir Cura öffnen, um im Marketplace nach dem Plugin Moonraker Connections zu suchen und dieses zu installieren. Nach einem Cura-Neustart ist das Plugin dann verfügbar und wir können das einrichten. Für detailliertere Infos, wie alles funktioniert, könnt ihr unter euren installierten Plugins die GitHub-Seite des Plugins wie gezeigt aufrufen. Ansonsten gehen wir nun auf Manage Printers, um das Plugin für den gewünschten Drucker einzurichten. Hier gibt es nun eine neue Schaltfläche namens Connect Moonraker. Bei der Adresse müssen wir hier ein http://, gefolgt von der IP-Adresse des Druckers, und nach einem Doppelpunkt den Port angeben. Bei mir ist das hier schon ausgefüllt, weil ich das Plugin schon einmal installiert hatte. Also nicht wundern, wenn es bei euch leer ist. Unter dem Punkt Frontend können wir eine Website angeben, die wir dann später einfach öffnen können. Ich nutze hier gerne die Auftragsübersicht des Druckers. Nach einem Klick auf den Save-Button ist nun alles eingerichtet. Für einen kurzen Testdruck habe ich hier einfach eine Tastaturkappe geladen, die ich letztens designt habe. Wir können nun einfach slicen und haben dann neben dem Speichern des G-Codes nun zusätzlich die Option, das Ganze direkt an den Drucker zu senden. Danach können wir noch den Namen der Datei anpassen und entscheiden, ob der Druck direkt gestartet werden soll. Ich wähle dies aus und lade die Datei dann hoch. Anschließend kann ich einfach auf die Schaltfläche Open Browser drücken und die vorhin eingestellte Seite mit der Auftragsübersicht öffnet sich. Dort können wir sehen, dass die Datei hochgeladen und auch direkt gestartet wurde. Ich hoffe, ich konnte euch mit dem Video weiterhelfen, eure Druckprozesse noch einfacher zu gestalten. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Abo da, um nichts mehr zu verpassen, und schaut euch auch meine vielen anderen Tutorials an.